Hallo zusammen, schön, dass du reinschaust in dieses Video. Wie immer am Anfang drei Küsse an unsere drei Kinder, die nicht hier bei mir sein können, auch nicht bei ihrer älteren Schwester, die ja zu mir geflohen ist im Mai vor 6 Monaten von der Mutter zu mir. Wir vermissen euch sehr, wir haben euch sehr lieb. Vielleicht könnt ihr ja manchmal diese Videos sehen, vielleicht auch später, wenn ihr älter seid. Mal schauen. Warum dürft ihr nicht hier sein? Weil ich ein sehr gefälliger Vater bin. Ich rede nämlich oder habe mit unseren Kindern geredet über das Recht unserer Kinder, nach der Trennung ihrer Eltern mit beiden Eltern zusammenzuleben und dass Eltern gleichberechtigt sind. Das sogenannte Wechselmodell, was nämlich diese Aspekte vereint. Das ist in Deutschland so gefährlich, dass ein Vater seine Kinder nur 2 Stunden in 2 Wochen sehen darf, damit er ihnen ja nicht nochmal ihre Rechte, sie darüber aufklärt, dass sie bei beiden Eltern leben dürfen und ihre Eltern gleichberechtigt sind. Heute erzähle ich euch etwas über den fanatischen Mutterglaube. Und den habe ich selbst hautnah erlebt. Ein Verwandter der Mutter, der ist nämlich auf uns zugelaufen. Ich stand zu diesem Zeitpunkt mit meiner ältesten Tochter, die da schon bei mir war, seit 3 Wochen, neben meinem Auto. Und dann kam dieser Verwandte der Mutter, wutentbrannt auf meine Tochter zugerannt. Und sagte in unnachahmlichem Schwäbisch, ich versuch's trotzdem mal, was machst du hier? Geh da, wo du hinkehrst, nämlich zu deiner Mutter. Und in seinem Blick war dieser Fanatismus, diese Emotion, auch diese Blindheit für die Situation meiner ältesten Tochter, die ja auch dem Gericht gesagt hat, sie möchte bei mir leben, weil ich als ihr Vater sie immer zur Mutter ließ, so oft sie wollten, auch ihre anderen Geschwister, dass ich nie ein schlechtes Wort über die Mutter gesagt habe und meine älteste Tochter von der Mutter zu mir floh, weil sie Angst hatte, dass die Mutter alles tun wird, dass sie mich nicht mehr sehen darf. Und dieser Verwandte rennt auf meine Tochter zu und sagt, diesmal sage ich es auf Hochdeutsch, falls es jemand nicht verstanden hat, was willst du hier? Geh dahin zurück, wo du hingehörst, nämlich zu deiner Mutter. Und dieser Fanatismus macht, dass jemand das Leid von jemand anderem nicht sieht. Wir haben hier anscheinend in Deutschland, so wie es aussieht, eine Erziehung, in der ein Elternteil idealisiert wird und der andere herabgewertet wird. Und idealisiert wird die Mutter. Anscheinend gehören Kinder zur Mutter und nicht zum Vater. Wieso? Es macht gar keinen Sinn, wenn man demokratische Prinzipien in sich trägt, dann sind Mann und Frau gleichberechtigt. Das heißt, Vater und Mutter sind auch gleichberechtigt. Warum diese Unterscheidung zwischen einer guten Mutter und einem schlechten Vater oder einer Mutter, die besser erzieht und einem Vater, der schlechter erzieht oder nicht erziehen kann. Woher kommt dieser Irrglaube? Und da haben wir wahrscheinlich in der deutschen Geschichte so die Wurzel des Ganzen zu sehen. Ich denke, es liegt daran, dass eben Väter, die sollten das Vaterland verteidigen, ja, Vaterliebe, Vaterlandsliebe haben, neben keine Vaterliebe. Denn wer Zeit hat, seine Kinder zu lieben oder die Möglichkeit, der wird friedlicher denken. Der wird sie beschützen wollen, nicht mit Gewalt, sondern mit friedlichen Mitteln. Und das wollten eben die Staaten damals nicht. Denken wir an den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Väter sollten an die Front und Mütter sollten zu Hause sich um die Kinder kümmern. Und diese Spaltung, diese Instrumentalisierung von Männern und Frauen, die scheint in Deutschland noch nicht überwunden zu sein. Es gibt immer noch diesen fanatischen Mutterglaube, der gleichzeitig eine Diskriminierung der Väter beinhaltet. Und wenn man
Kinder schon in frühester Zeit so erzieht in diesem fanatischen Mütterglaube, dann lernen die zu spalten. Und zwar die Menschen, die sie eigentlich lieben. Kinder kommen auf die Welt, haben das natürliche Bedürfnis, mit beiden Eltern zusammen zu sein, beide Eltern zu lieben. Wenn man ihr dann von der Gesellschaft aus diesen Kindern aufzwingt, dass sie den einen Elternteil, den sie lieben, nämlich die Mutter, überhöhen müssen und selbst, wenn sie ihnen Leid antut, immer noch glauben müssen, dass die Mutter besser ist als der andere Elternteil, den sie aber herabwürdigen sollen, so wird es von der Gesellschaft erwartet, und als weniger wichtig ansehen sollen, dann kann man diese Spaltung für jede Form von Fanatismus benutzen, denn die Spaltung zwischen guter Mutter und schlechtem Vater ist ja die Grundlage für alles. Das ist der Boden, auf dem Fanatismus wächst, der sich rechts wie links politisch ausbreiten kann. Und das wussten auch die Nazis, deshalb gab es ja dieses unzählige Buch, das während der Nazizeit verkauft wurde, wie denn Kinder erzogen werden sollen. Und da war genau diese Spaltung drin. Und deshalb setze ich mich auch für das Wechselmodell ein, für die Gleichberechtigung von Eltern und vor allem, damit Kinder in Gleichberechtigung erzogen werden. Kinder sollen erleben, dass ihre Eltern gleichberechtigt sind und auch erleben, was es heißt, in Gleichberechtigung erzogen zu werden. Und zwar auch dann, wenn die Eltern getrennt voneinander leben. Es kann ja nicht sein, dass wir nur dann, wenn Mann und Frau ein Paar sind, sagen, okay, die sind gleichberechtigt und ab da, wo sie sich trennen, sagt dann der Staat, wir überhöhen die Mutter und wir erniedrigen den Vater. Dann sind wir wieder bei diesen unsäglichen, fanatistischen Mustern, die Deutschland oft genug in der Geschichte die Katastrophe geführt haben. In diesem Sinne, Kinder brauchen Vater und Mutter und einen lieben Gruß mit Kuss an unsere drei Kinder zum Abschluss dieses Videos. Ich hoffe, es geht euch gut und habt alle einen schönen Tag. Ciao.